Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wie im letzten Video schon berichtet, werden wir jetzt hier einmal weitermachen mit unserem Stahlwerk. Die erste Kohle haben wir ja schon bereits mit der Eisenbahn hier hingebracht. Die Kohle haben wir jetzt hier, das Eisen haben wir jetzt auch hier. Jetzt müssen wir einmal kurz hineinschauen in unser Stahlwerk, was wir hier jetzt haben. Okay, wir haben jetzt hier Kohle, sieht man, im Lager genug. Uns fehlt jetzt einfach hier Eisen an der Stelle. Würde ich jetzt aber trotzdem nicht weitermachen hier mit dem Eisen. Ich schaue jetzt einmal gerade, wenn unsere Lok hier ist, wenn wir einmal unten dann angekommen sind. Oh, das ist schon eine ganz schöne Ecke, was wir da fahren müssen mit der Eisenbahn. So, dann sind wir jetzt einmal hier und werden jetzt mal schauen, was unser Verladestelle jetzt macht. So, wir haben jetzt hier genug Eisenerz, wie man hier sieht. Hat sich das hier jetzt schon schön angesammelt. Wir haben jetzt 201 Positionen, die hier gelagert sind. Ja, wird in unsere Eisenbahn gar nicht alles reinpassen, weil so viel Kapazität hat unser Zug nicht. Ist nichtsdestotrotz werden wir jetzt wir warten jetzt nicht, bis unsere Eisenbahn hier ist. Das wäre jetzt sinnlos. Wir schauen jetzt einmal, wo wir mit dem Stahl hin müssen, den wir produzieren. Unser Stahlwerk. So, wo brauchen wir jetzt hier Stahl? Einmal hier in die Maschinenfabrik. Das scheint mir ganz gut zu sein mit der Maschinenfabrik. Allerdings brauchen wir dazu Bretter, die wir hier herstellen können, und Holz hätten wir hier. Das ist alles recht gut hier. Das werden wir auch so machen. Das Holz werden wir hier hinmachen, die Bretter werden wir hier hinmachen. Und dann können wir aus Brettern und Stahl unsere Maschinen bauen. Wir werden aber den Stahl auch mit der Eisenbahn hier wegfahren. Und zwar werden wir dann dies hier jetzt einmal konfigurieren. Und zwar werden wir noch eine Gleisreihe hier nebenan setzen. Das können wir natürlich dann individuell immer erweitern. Oh, jetzt habe ich natürlich das muss ich jetzt schnell ändern. Ich habe nämlich ohne Oberleitung gemacht. Haben wir jetzt zwei. Einmal mit und einmal ohne Strom, glaube ich. Einmal mit und einmal ohne. Wie war das denn jetzt gleich wieder? Da können wir nur anbauen. Da würde ich sagen, reißen wir die innere einfach weg.
reißen die innere einfach weg und bauen einfach. So. Okay. Das können wir zumachen. Ja, dann bauen wir jetzt erst den Bahnhof in unserer Maschinenfabrik. Wir hätten da auch einmal über die Felder gehen müssen, so wie das aussieht. Unser Eisen, oder? Ja, das Eisen mache ich hier, den Rest. Gut, können wir auch mit der Eisenbahn. Wir machen hier einfach mal eine eisenbahnreiche Strecke. Machen wir hier einfach eine eisenbahnreiche Strecke draus, wo wir ja so gut wie möglich alles mit der Eisenbahn hier wegbringen. Ich baue jetzt gleich einmal 4 Stück sollten reichen. Gut, wir brauchen natürlich auch wieder unseren LKW-Platz, unsere LKW-Station, die wir hier mit unserer Warenbewegung einmal anfahren können. So, jetzt müssen wir nur mal schauen. Wir brauchen ja ein Gleis hierhin, um das Holz zu kriegen, und wir brauchen ein Gleis für den Stahl und wir brauchen dann ein Gleis für unsere Maschinen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, nehme ich jetzt das Gleis, Oberleitung haben wir an. Ich werde jetzt dieses Gleis hier einmal nehmen und mit diesem Gleis jetzt rüber zu unserem Bahnhof am Stahlwerk gehen. Dazu bauen wir dies hier einfach mal quer. Fällt ein. Ich überlege auch noch, wo wir da drüben dran gehen. So, dann werden wir einmal jetzt hier mit dem Tunnel hier rauskommen. Ah, wir sehen auch, unser Geld ist auch, ja, geht gut zu Ende. So, wir brauchen jetzt den Stahl. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich werde den ganz äußeren nehmen. Falls ich nämlich auf die Idee komme, jetzt sieht man auch schön, dass unsere ganzen Waggons hier einmal voll sind mit Eisenerz, was wir jetzt hier abladen werden. So, jetzt müssen wir nur mal schauen, wo wir jetzt hier rüber gehen. Das einmal so machen und die beiden jetzt hier einmal treffen. Hätten wir das schon mal geschafft. Bahnübergang haben wir auch. Eine Kreuzung haben wir nicht drin für beide. Haben wir jetzt für beide hier nicht. Ja, dann brauchen wir natürlich noch unser Depot. Das wir hier noch bauen müssen. Das baue ich mal ein bisschen weiter vor, falls wir hier ja noch irgendwo mal irgendwelche Gleise noch erweitern wollen. Und jetzt brauchen wir für unseren Stahl natürlich auch noch ja, eine Eisenbahn. Vorher müssen wir natürlich erst noch die Strecke machen. Eine neue Linie von hier nach hier. Es konnten nicht alle Haltestellen. Da muss ich jetzt mal gucken.
was ich jetzt hier angeklickt habe. Da haben wir hier irgendwo, muss ich jetzt mal kurz schauen. Und das Ding heißt auf jeden Fall, das ist die Stahllinie. Jetzt muss ich mal schauen, warum wir hier nicht. Warum wir das jetzt hier nicht verbinden konnten. Das ist jetzt. Ah, das passt. Das ist jetzt natürlich mysteriös. Wir starten jetzt mal hier. Warum können wir denn aber nicht? Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky hier. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Wo ist jetzt der Fehler? Das ist jetzt hier mal ganz interessant zu wissen, wo der Fehler hier ist. Wir müssen ja irgendwo, muss hier ja was sein, wo nicht miteinander verbunden ist. Aber welches? Das ist hier die Preisfrage. Jetzt noch mal weg. So, und dann. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Dann machen wir das einfach anders. Wenn das so nicht funktioniert. Oder es so nicht funktionieren möchte, bauen wir einfach einen neuen Bahnhof. In der Hoffnung, dass das funktioniert, so wie ich das gerne möchte. Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. Wird wahrscheinlich so nicht gehen. Ach, das kotzt mich schon wieder an. Das kotzt mich schon wieder an, ja. Dann mache ich das einfach anders. Dann werden wir jetzt hier das einfach wegmachen. Und werden hier drüben jetzt einfach hier rausgehen und hier rüber und einfach hier runtergehen. Ja, probieren wir das Ganze jetzt mal so, ob dies denn jetzt so funktioniert. Sonst muss ich gleich einmal schauen, was wir jetzt hier haben oder warum dies nicht jetzt funktioniert.
Ja, jetzt funktioniert das. Ich weiß zwar nicht, warum. Und dies nenne ich auch gleich mal Stahllinie, um unseren Stahl von hier darüber zu bringen. Müssen wir jetzt mal schauen, ob wir hier schon fleißig ja, Maschinenfabrik ist klar, Abnehmer haben wir noch nicht, weil nämlich hier noch keine Eisenbahn fährt. Die kaufen wir jetzt. Wir muss ich mal schauen. Wir haben hier elektrisch, Diesel, hier fährt nur 90, ich wollte eigentlich elektrisch fahren. Die 200 brauchen wir nicht fahren. Die fährt 125. Wie viel Kraft hat die denn, Leistung? Wir werden hier die aus der Baureihe 1042 nehmen. Muss ich nur mal gerade aufs Geld schauen, dass wir auch noch genug Geld haben. Einen Rungenwagen brauchen wir. Dazu fügen wir jetzt 4 × 5 Stück, denke ich mal, werden reichen. Wir können dies später jederzeit wieder, ja, noch ändern. Dann kaufen wir das einmal und werden uns jetzt hier der Stahllinie einmal zuwidmen. Oh, jetzt fällt mir gerade noch was auf. Denn hier kreuzt sich unser, ja, hier kreuzen sich unsere beiden Eisenbahnen. Ja, einmal noch Haltesignale hin, sonst gibt es hier nämlich den großen Crash. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, warum das jetzt hier mit dem Bahnhof jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Warum wir Terminals, ja, 1, 2 und 3 auf 2. Ach so, außen, der ist nicht angeschlossen. Okay. Außen, der hat hier keine. Ja, außen hat hier im Moment keine Verwendung. Dann schauen wir jetzt einmal, ob unser Erz, unser Stahl hier einmal, jawohl, hier wird fleißig unser Stahl jetzt quasi abgeladen für unser Stahlwerk. Ja, wir haben jetzt auch hier das, dort wird unser erster Stahl hinkommen. Mal schauen, wo unsere Lok sich hier befindet. Auf welchem Pfad, und werden einmal mitfahren in den neuen Bahnhof, wo dann unser Stahl abgeladen wird. Dann sollte dies auch erstmal für unsere, ja, für unseren Wirtschaftszweig hier reichen. Nämlich, ich möchte jetzt auch einmal anfangen, weil wir haben ja schon 729 Güter bewegt, und möchte jetzt einmal hier anfangen in Alt-Dufenstedt werden wir anfangen und werden da jetzt unsere ersten Passagiere transportieren. Also bauen wir jetzt unsere ersten Bushaltestellen. Ja, ich fange immer hier gerne hier vorne an.
Ich überlege gerade, wenn wir hier das Fahrzeugdepot hier hinbauen, dann können wir einmal hier anfangen. Fahren hier runter. Können dann natürlich hier rüberfahren. Dann fahren wir hier hin. Halten einmal hier. Gehen dann hier rüber. Einmal hier hin. Den Laden hier nehmen wir auch noch. Nehmen wir den mit oder nehmen wir den nicht mit? Ah doch, wir nehmen den noch mit. Nehmen den dann noch mit. Fahren dann wieder hier runter. Dann hier rüber. Dann fahren wir einmal hier runter. Aber hier unten werden wir jetzt im Kreis fahren, nicht mehr hier wieder zurück. Nämlich einmal hier hinten rum. Und dann machen wir noch hier einen Halt. Das sollte jetzt reichen. Ein Tramdepot, ja. Wir haben nicht allzu viel Geld. Deshalb würde ich sagen, lassen wir erstmal nur Busse fahren. Auf die Tram kommen wir dann später noch. Ich habe das in meiner anderen Map, die ich spiele. Dort habe ich Straßenbahnverkehr. Dort bin ich auch schon viel weiter. Achso, wir müssen erst die, ja, erst unsere neue Linie hier fahren. So, wir kommen hier raus. Dann werden wir hier rumfahren. Fahren dann hier rum. Auch gucken, dass wir die Städte hier alle so, ja, sage ich mal, so gut wie möglich mitnehmen. So viele Haltestellen wie möglich. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Jetzt habe ich nämlich hier gerade ein bisschen den Faden verloren. So, jetzt sind wir wieder drinnen. Dann geht es hier rum. Wird sich natürlich im Laufe des Spiels ja, diese Linie hier ändern. Diese Linie werde ich nennen. Die nennen wir einfach mal. Ja, wie nennen wir die denn? Nennen wir sie einfach Buslinie 1. Okay. Dann müssen wir noch einen Bus kaufen. Welchen nehmen wir denn? Müssen wir mal ein bisschen auf die Kapazität gucken. 16, 21, 23, 19 und 17. Der ist Diesel, der ist auch Diesel, alles Diesel. Alles Dieselbusse. Ich wollte eigentlich gerne elektrisch fahren, aber okay, dann würde ich sagen, nehmen wir. Wir müssen auch ein bisschen auf die Höchstgeschwindigkeit gucken, weil wir den nur in der Stadt benötigen. Wir kaufen jetzt den und lassen den auf der Buslinie 1 fahren. Da ist das gute Stück. Buslinie 1 sehen wir hier schön vorne dran stehen. An der Seite hier sehen wir natürlich, wo unsere nächste Haltestelle ist. Ne?
Jetzt halten wir in der Lessingstraße. Nächster Halt ist die Kirchstraße. Finde ich, ist ein schönes Detail in diesem Spiel, dass das hier in den Bussen angezeigt wird. Ist natürlich bei der Straßenbahn genauso. Dort wird dies auch angezeigt. Ja, dann haben wir jetzt hier den ersten Personenverkehr in unserer Stadt hier. Verbinde jetzt noch einmal schnell die Straße hier nach da. Dann können sich hier nämlich noch mehr Gebäude ansiedeln. Siehst du? Und schon kommt nämlich hier die nächste Straße rein, die wir hier auch gleich verbinden, dass hier ansässig Häuser gebaut werden können. Können wir eigentlich auch gleich noch hier diese Straße einmal rüberziehen und diese mit dieser verbinden. Dann können sich da nämlich auch noch Häuser ansiedeln. Das fühlt sich sowieso nach und nach alles jetzt mit Häusern. Man sieht hier auch schon die ersten gelben, Männchen über den Haltestellen. Dort warten unsere ersten Passagiere auf unseren Bus. Gucken wir einmal in der Zeit rein, was sich hier im Maschinenfabrik getan hat. Wir haben jetzt 45 Stahl hier auf Lager. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Bretter. Die Bretteranlieferung brauchen wir natürlich auch noch. Wobei ich sehe, dass wir diese kurze Strecke hier werde ich einmal ausbauen. Und zwar werde ich die ausbauen auf eine nehmen wir die große Autobahn brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die vierspurige Landstraße und tun einmal diese Strecke hier etwas aufwerten. Was haben wir hier jetzt? Kollision. Ach so. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Und dazu reiße ich das einfach weg. Und tue diesen Abschnitt einfach aufwerten. Und hier hinten baue ich jetzt aber zweispurig weiter von hier aus. Für unser Sägewerk natürlich brauchen wir hier auch wieder unsere LKW-Ladestation. Die wir hier platzieren müssen. Weil die Straße jetzt einmal gleich hier ist, würde ich sagen, bauen wir die Straße einfach jetzt auch gleich hier runter weiter. Da werde ich aber, da bauen wir auch eine Autobahn, würde ich sagen. Denn hier können unsere Fahrzeuge richtig schnell, das ist dreispurig, das brauche ich nicht. Oder doch, wir bauen eine dreispurige Autobahn. Wir bauen die dreispurige Autobahn, weil dann können wir nämlich hier an dem Kohlewerk, wo wir dran vorbeifahren, auch irgendwann noch eine Abfahrt hinmachen und können noch etwas Kohle auf der Autobahn hier in einem Abnehmer bringen. Jetzt haben wir hier einmal Brücke dabei und Tunnel. Ja, die ist auch nicht ganz billig, unsere Autobahn. Unsere Autobahn ist nicht billig.
Ja, ein bisschen Geld haben wir noch, um hier unsere ja, die einmal. Ach, jetzt habe ich wieder den Dingens ausgewählt. Die Einbahnstraße. Die brauchen wir aber nicht, die Einbahnstraße. Machen wir erst die Anbindung noch fertig, die wir hier runternehmen und hier einmal verbinden. Ja, mit Ampelverkehr, so muss das sein. Auch hier brauchen wir wieder unsere Ladefläche. Die haben wir jetzt hier auch. Dann einmal eine neue Linie von hier nach hier. Ach, was ist denn jetzt wieder? Ist heute irgendwie nicht so mein Ding. Irgendwo hier ist Ach so, ich weiß warum. Ja. Ich weiß warum. Und zwar ist das nämlich genau hier diese Stelle. Das ist genau diese Stelle. Deshalb muss ich mal gucken, ob das jetzt besser ist oder nicht. Wenn nicht, dann ja, dann bauen wir das einfach von hier. Nee. Ich weiß gar nicht, warum hier heute der Wurm drin ist. Ich weiß nicht, warum hier der Wurm drin ist, aber ich werde dir. Es kann sein, dass dies mit der Autobahn zusammenhängt. Große Einbahnstraße. Vierspurige Straße. Große Landstraße. Werden wir jetzt die auswählen und einfach noch mal probieren, ob es da geht. So, was haben wir hier? Kollision wieder. Aber ich glaube, ich weiß was. Ich hatte, glaube ich, die Dingens ausgewählt. Jetzt funktioniert das nämlich. Jetzt sieht man auch hier, das ist jetzt nicht mehr rot. Und diese Linie nennen wir, ja, das ist die Holzlinie 1. Das ist die Holzlinie 1. So, jetzt brauchen wir hier natürlich noch ein Fahrzeugdepot. Ein Fahrzeugdepot, dann haben wir auch hier drüben eins. Und jetzt brauchen wir ein Fahrzeug, ja, für unsere Baumstämme. Das wird dann dieser LKW hier sein. Nehmen wir erstmal nur einen und leisen ihn dann diese Strecke Holz zu. Ja, dann kann sich unser LKW jetzt auf den Weg machen hier. Auf dem Weg einmal, um ja, unsere ersten Baumstämme zu holen.
Ja, was ich jetzt natürlich gerade gesehen habe, diese Autobahn, die ich da gebaut habe, hat so nicht funktioniert, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die als Einbahnstraße gebaut hatte. Ja, war Fehler meinerseits. Ich komme mir bei den Straßen immer noch so ein bisschen durcheinander. Und wie wir sehen, unser LKW macht hier ordentlich Kit. Der fährt 100 Stundenkilometer auf dieser zweispurigen Autobahn Richtung, ja, Holzstämme. Da schauen wir einmal hin, was dort an Holzstämmen liegt, ob wir gleich noch einen zweiten kaufen. Weil ein LKW wird uns nämlich nicht reichen, weil wir nur eine Kapazität von 30 Stämmen haben. Ja, jetzt kommt der Tunnel. Da wechsle ich einmal schnell in diese Ansicht rein, um dort mitzufahren in unserem, ja, was ist das, Scania? Könnte ein Scania sein, hier durch unseren Tunnel durch, den ich hier oder den wir hier errichtet haben auf dem Weg zu unseren Holzstämmen. Ja, ich vermute mal sehr stark, dass hier schon einige Holzstämme bereit liegen. Oh ja. Dort hinten hier sieht man schon schön, dass hier jede Menge Stämme bereit liegen. Ja, jede Menge Stämme liegen hier bereit für unseren LKW. Mal schauen, dann werde ich nämlich hier ja noch einen ja, Triggerplatz mehr bauen. Wir schauen mal rein, wie viel wir jetzt hier laden. Wir laden jetzt hier ja 30. Wie man sieht, es hat sich hier nichts getan. Deshalb einmal konfigurieren wir das hier noch um 3 Plätze weiter, die auch hier sofort wieder beladen werden als Lagerkapazität. Und deshalb kaufe ich jetzt noch 2 LKWs, wenn es vom Preis her reicht. Ja, dann kaufen wir 2 noch für unsere Holzlinie, dass wir hier doch ganz schön viel Holz einmal speichern können. Ja, Holz haben wir jetzt, unsere Schnellstraße hier haben wir auch. Ich werde diese Straße hier natürlich jetzt auch schnell noch modifizieren in eine große vierspurige Landstraße. Das habe ich schon, okay. Dann, nee, dies nicht. Das lassen wir hier, aber ich sehe gerade, das ist hier nämlich auch eine Einbahnstraße. Hier, mittlere Einbahnstraße, das verwechsel ich sehr gerne. Deshalb reiße ich das einmal kurz weg und werde dort, ja, wir werden mit 60 hier anfangen. Warum macht er das jetzt hier nicht? Okay. So, jetzt. Jetzt passt. Jetzt ist es richtig. Dass ich hatte nämlich auch vorhin hier eine Einbahnstraße gebaut. Das habe ich jetzt hier nämlich auch gemacht. Ich verwechsel die Straßen gerne, weil ich das Spiel ja auch noch nicht so lange jetzt spiele. Dann werden wir gleich auch noch hier einmal. Nee. Wo geht diese Strecke hier hin?
ja, wir haben jetzt leider kein Geld mehr. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen, lasse ich jetzt das Spiel weiterlaufen, um hier ein bisschen Geld reinzukriegen. Deshalb, Leute, würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.